Seitdem ich mein erstes Video über das neue MacBook Air mit dem Apple M1-Chip auf meinem Kanal hochgeladen habe, erreichte mich komischerweise immer wieder die Frage, ob man die Dienstprogramme von Microsoft Office auf den neuen Macs nutzen kann. Und nun ja, was soll ich sagen? Natürlich könnt ihr Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook weiterhin ganz normal installieren und nutzen. Ende aus, an dieser Stelle könnte das Video eigentlich schon vorbei sein. Aber weil das langweilig wäre, schauen wir uns in diesem Video einmal an, wie gut die Dienstprogramme von Microsoft Office auf dem M1-Chip performen und wie viel der 8 GB RAM hierbei beansprucht werden. So Leute, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir also alle typischen Anwendungsprogramme von Microsoft Office auf meinem neuen MacBook Air mit dem M1-Chip installiert. Und ich würde sagen, damit sich das Ganze alles etwas besser nachvollziehen lässt, starten wir jetzt einfach mal gleichzeitig noch die Aktivitätsanzeige, um gleichzeitig immer sehen zu können, wie stark mein Mac ausgelastet ist. Und was mich hierbei am meisten interessiert, das ist der Speicher, also um genau zu sein, der RAM-Speicher und vor allem, wie viel von diesem Speicher nicht mehr im RAM gespeichert wird, sondern auf die SSD ausgelagert wurde. Wir sehen gerade, aktuell werden 4,48 GB aktuell genutzt. Das ist tatsächlich dafür, dass ich keine App gerade geöffnet habe, ziemlich viel, aber wir werden das Ganze einfach mal im Verlauf der Tests beobachten. Also Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Microsoft Word. Und ich muss sagen, das öffnet auf jeden Fall schon mal ziemlich schnell. Ich denke mal, wir gehen hier einfach mal in irgendein vorgefertigtes Dokument rein. Und an dieser Stelle muss man auch gleich mal hinzusagen, keines dieser Programme ist aktuell auf den M1-Chip optimiert, sondern all die Programme von Microsoft laufen aktuell noch über Rosetta 2, was man, wie ich finde, aber so gut wie überhaupt nicht merkt. Die ganzen Programme reagieren wirklich super fix. Ich meine, wir können jetzt hier einfach mal überall reingehen, einfach irgendwas ändern, was reinschreiben, ganz normal. Das Ganze funktioniert, wie man das kennt. Wir können was unterstreichen. Im Endeffekt habt ihr hier ganz normal die Funktionen, wie ihr sie sonst auch und wird auf einem Mac habt. Dadurch, dass das Ganze der M1-Chip ist, habt ihr im Endeffekt überhaupt erstmal keine Unterschiede. Was natürlich jetzt viele Leute interessiert, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt die ganzen anderen Sachen noch gleichzeitig öffnen, wie quasi das Multitasking von diesem M1-Chip mit gerade mal 8 GB RAM ist. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal ein Excel-Dokument, was ich vorhin runtergeladen habe und gleichzeitig dann danach auch gleich noch eine PowerPoint, so dass wir quasi alle Office-Programme gleichzeitig offen haben und schauen dann einfach mal, wie schnell die einzelnen Programme ansprechen. So Leute, wir haben jetzt mal alle gängigen Programme von Microsoft Office geöffnet. Wir haben PowerPoint geöffnet, wir haben Excel geöffnet, wir haben Word geöffnet, wir haben OneNote geöffnet und wir haben Outlook geöffnet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach in diese einzelnen Programme rein und schauen mal, wie schnell die auf bestimmte Eingaben reagieren. Und wie ihr sehen könnt, das funktioniert wirklich alles super flüssig. Ihr könnt hier ganz normal alles verarbeiten, verändern, wie ihr das gewohnt seid. Und obwohl das noch nicht auf den M1-Chip angepasst ist, reagiert das alles wirklich schnell und zuverlässig. Und das ist total egal, ob das ein PowerPoint ist oder ob ihr jetzt hier in Excel reingeht, irgendwelche Zahlen ergänzt, irgendwas verändert. Im Endeffekt funktioniert das hier wirklich alles super flüssig, super smooth, müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Und wir können uns jetzt auch mal anschauen, wie viel von dem RAM-Speicher aktuell belegt sind. Und wie ihr hier sehen könnt, sind das aktuell etwas über 5 GB. Das sind nur ungefähr 500 MB mehr als zu Beginn. Und auch vor allem hier hat sich nichts geändert. Das heißt, es wurden jetzt auch keine Dateien ausgelagert und auf der SSD zwischengespeichert. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal, wie das Ganze performt, wenn wir jetzt gleichzeitig im Hintergrund einfach mal noch auf YouTube ein Video öffnen. Wir starten jetzt also mal eins meiner Videos und lassen das einfach mal am besten in voller Auflösung im Hintergrund laufen. Das läuft jetzt im Hintergrund quasi, wie als würdet ihr das gerade nebenbei schauen. Und wir schauen jetzt mal, der Speicher, der belegt ist, geht nochmal ungefähr um 500 MB hoch. Aber ansonsten, die Anwendungsprogramme hier reagieren immer noch super, super schnell, super, super flüssig. Ihr könnt also wirklich in mehreren Dokumenten gleichzeitig ohne Probleme arbeiten. Selbst wenn ihr im Hintergrund oder nebenbei noch ein YouTube-Video anschaut, das Ganze funktioniert ganz normal, super flüssig. Und vor allem, ihr habt auch den ganz normalen gleichen Funktionsumfang, wie das auch bis jetzt bei den Intel Macs war. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit die Frage etwas eingehender beantworten. Wie gesagt, Microsoft Office funktioniert ganz normal. Ich habe mir die App ganz normal aus dem App Store runtergeladen. Das wird aber genauso funktionieren, wenn ihr die App einfach quasi über einen Drittanbieter einfach online mit einer Lizenz herunterladet. Da sollten keine Unterschiede sein. Das heißt, auch mit älteren Versionen solltet ihr über Rosetta 2 keinerlei Probleme haben. Ich bedanke mich
an dieser Stelle auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video etwas mitnehmen. Und wenn das so war, dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut und ciao.